Dr. Reimer von Wedel war Justiziar und Anwalt der Evangelischen Kirche in Berlin. Er veröffentlichte die Bücher Als Anwalt zwischen Ost und West, Prozesse, Gefangene, Aktionen, Als Kirchenanwalt durch die Mauer, Erinnerungen eines Zeitzeugen und Kurt Scharf, Kämpfer und Versöhner. Herr von Wedel, können Sie sich noch an das erste Treffen mit dem Mitglied des Konsistoriums, Manfred Stolpe, erinnern? Ja, sehr gut. Allererst noch vor der Mauer im Konsistorium in Berlin-West, aber da nur am Rande. Und dann nach der Mauer hatte ich mir Kontakt besorgt mit einem Propst Rinkhahn vom Konsistorium. Und der hat gesagt, du musst mit Stolpe zusammenarbeiten. Und danach habe ich Stolpe getroffen in der Neuen Grünstraße in Ost-Berlin. Nun kann man fragen, genau wie kam es denn dazu? Ja, es kam dazu, ich war Jurist im Westkonsistorium und hatte mich schon vorher im Auftrag von dem späteren Bischof Scharf um die Ostregion gekümmert. Ich war Justiziar für den Ostbereich. Und diese Funktion habe ich dann weitergeführt, nachdem die Mauer war, und musste ja durch die Mauer kommen. Und das habe ich zunächst nur durch einen Stuttgarter Ausweis geschafft. Welche Absichten wurden verfolgt? Die Absichten wurden verfolgt. Es war ja ursprünglich eine einheitliche Behörde und ein einheitlicher Bereich. Und das sollte fortgesetzt werden. Durch die Mauer und gegen die Mauer sollten die Kontakte beibehalten werden. Die Kirche im Osten musste ja auch finanziell vom Kirchen in der Westen unterstützt werden. Und die ganze Arbeit sollte eben zusammenbleiben und da musste der Westen aktiv sein und den Osten unterstützen. Das war der Sinn der Arbeit. Wie haben Sie in der Folgezeit Ihre Aufgabe gesehen? Na, so wie ich es eben beschrieben habe, aber meine Spezialaufgabe wurde ja dann die Gefangenen. Es gab ja viele Gefangene, die der Kirche, Ostgefangene, die der Kirche nahestanden und denen wollten wir helfen, vom Westen auch. Der Bischof Scharf hat ja früher in der Nazizeit selber oft im Gefängnis gesessen. Er hat gesagt, wir müssen uns doch um unsere gefangenen Brüder bemühen. Und da hat er mich dann auch mal zu dem Vogel geschickt. Wir hatten gehört, dass Vogel einflussreich ist, Wolfgang Vogel. Und da hat er gesagt, geh doch zu mir gesagt, du bist doch auch Anwalt. Geh mal hin zu dem Vogel und red mit ihm, ob er uns helfen kann. Und das habe ich getan. Und er hat geholfen. Wir haben uns sehr schnell geeinigt, sind sehr schnell Freund geworden und haben dann auch mit der katholischen Kirche zusammengearbeitet, war ein Prälat Zinke und haben dann erreicht, dass eine Gefangenenaktion in Gang kam. Wie weit war die Bundesregierung eingebunden in diese Fragen? Die Bundesregierung war von Anfang hat sie sich auch bemüht, aber es ist nie zu einer Vereinbarung gekommen. Das lag meines Erachtens daran, dass in Bonn in der Regierung Widerstände waren. Die Leute hielten das für unmoralisch. Und die Bundesregierung wurde später einbezogen, nachdem die Kirche die ersten Häftlinge schon freigekauft hatte. Da hatte die Kirche kein Geld mehr und sagte, ging Scharf zu Erhard und sagte, könnt ihr nicht helfen. Und dann ist die Bundesregierung eingestanden und hat es ja bis zur Wende mitgetragen, zusammen mit der Kirche. Sie erwähnten, dass es sich um einen Freikauf handelt. Ja. Wurde das pauschal oder auch differenziert betrachtet? Na, differenziert. Für jeder Häftling musste einzeln bezahlt werden. Wir haben uns dann darüber geeinigt, wen die freigeben würden und wen wir bezahlen würden. Wir haben eine Liste gemacht und die Liste wurde dann pauschal bezahlt, berechnet und bezahlt. Es gab eine Liste, die von Ihrer Seite. Ja, zunächst war es von unserer Seite, aber die DDR musste ja nicht alle Leute akzeptieren. Sie hat dann gesagt, na, denen geht's noch nicht und das ist nicht in Ordnung. Aber es kam dann eine gemeinsame Liste zusammen und die wurden freigelassen. Hatten Sie das Gefühl, dass es von Seiten der DDR eine sehr zwiespältige Frage war? Ja, die DDR war nicht einig, darum hat es ja auch so lange gedauert. 1963 bin ich erstmals bei Vogel gewesen und 1964 hatten wir erst Erfolg. Es gab Kräfte, die waren dafür und Kräfte, die waren dagegen. Es sprachen ja doch durchaus Gesichtspunkte dagegen. Sie konnten nicht erst die Leute verhaften und dann freilassen. Das
schwächte die Situation der Sicherheit und auch der Justiz. Der Generalstaatsanwalt der DDR, Streit, war mit Vogel befreundet. Der war immer dafür und das ist immer betrieben. Und da müssen aber im Hintergrund Kräfte gewesen sein, die dagegen waren. Aber schließlich hat sich also Streit durchgesetzt und da kam eben der Häftlingsfreikauf zustande. Wurde das Treffen mit Manfred Stolpe zur Routine? Ja, also ich fuhr dann regelmäßig in Ost-Berlin, mindestens einmal die Woche, meistens noch mehr. Ich habe ja dann auch Sprechstunde gehalten als Anwalt und als Notar. Das konnte ich, weil ich die Häftlingssache vermittelt habe. Und an den Tagen, wo ich mit bei Vogel war und Sprechstunde, bin ich abends immer zu Herrn Stolpe gegangen. Nicht in seine Privatwohnung, sondern er war dann in der Neuen Grünstraße und später in einer anderen Straße, wo der Bund war, in sein Büro bin ich gegangen. Das war meistens so nach 8. Sie sprachen davon, dass es unmittelbar nach dem Mauerbau die Kontakte gab. Wie haben die sich entwickelt über die vielen Jahre? Na, die Kontakte waren natürlich erst ganz sporadisch und singulär. Also ich habe vorhin schon gesagt, von meiner Treffen auf der Bundesstraße 5, da habe ich mich mit einem Theologen getroffen und wir haben Sachen ausgetauscht. Und dann, als wir uns trennten, stieg ein Mann von einem Baum und fuhr mit einem Auto weg. Das war einer von der Sicherheit. Und hinterher wurden wir beide nicht festgenommen. Er wurde festgenommen, aber ich musste 2 Stunden in Lauenburg, wo ich wieder in den Westen wollte, musste ich warten und dachte schon, jetzt werden sie dich festnehmen. Aber sie haben mich noch mal durchfahren lassen. Das war eine Kleinigkeit. Später, das ging ja nicht wegen der Posten, später haben wir ja auch Westfahrer, die einreisen durften nach Ostberlin. Die kamen regelmäßig, die haben in der einen Sitzung im West und einer Sitzung im Ost teilgenommen und anderen anschließend berichtet. Und dann hatten wir ja auch ökumenische Pfarrer, also die Besatzungsfahrer, die konnten ja frei durchfahren. Die konnten die Kontakte machen und die konnten auch Sachwerte rüberbringen. Es war ja zollmäßig, man durfte ja nichts mitbringen. Aber es wurde doch manches gebraucht. Talare mussten die Pastoren haben zum Beispiel, nicht? Oder Musikinstrumente, Orgelteile und so. Es gibt ja 1000 Sachen, die eben gebraucht wurden. Das haben zunächst die Leute von der Ökumene, die ausländischen Pfarrer gemacht. Aber es entwickelten sich auf vielen Seiten und ich hatte freien Zufahrt, ich konnte alles mitnehmen. Habe ich auch. Auch Geld. Aus heutiger Sicht hatten Sie wie viel Spielraum bei den Verhandlungen? Bei den Verhandlungen über die Häftlinge? Ja. Naja, soweit wir zahlen konnten, nicht? Und dann gab es von den Listen, die wir einreichten, hat die DDR manchmal Bedenken gehabt. Sie hat gesagt, na, wenn wir den lassen, der wird im Westen schlecht über uns reden, den geben wir noch nicht frei. Das war der Spielraum. Nicht? Man musste eben verhandeln. Die beiderseitigen Interessen mussten gegenübergestellt werden. Was dann rauskam, das kam, war das Ergebnis. Also es gab durchaus unterschiedliche, ich sag mal, Preise. Ja, natürlich, es gab Preise. Wir hatten zunächst nicht ganz bestimmte Preise, aber als die Bundesrepublik das übernommen hat, war der erste Preis 40.000 DM für einen Häftling. Das wurde nachher noch veränderte sich. Nachher wurde differenziert zwischen Langstraflern und Leuten, die nur eine kurze Strafe hatten, sagen wir mal 2 Jahre oder 3. Aber es ging dann bis 100.000 pro Person. Das war auch der Zeitpunkt, wo die Gelder der Kirche nicht mehr reichten. Ja, da war das, zu diesem Zeitpunkt war schon die Kirche finanziell nicht mehr beteiligt. Die Kirche war nur in dem beteiligt, es wurde ja nicht in Geld gezahlt, es wurde alles in Warenlieferungen. Und die Warenlieferungen wurden organisiert von dem Wirtschaftsberater des Diakonischen Werkes. Die DDR hatte doch Interessen. Sie wollte, das Erste, was sie haben wollte, war Kali, war für die Landwirtschaft wichtig. Später wollten sie Maschinen haben und bestimmte Waren, die sie nicht produzieren konnten. Das wurde dann alles über die Diakonische Werk ausgehandelt. Wenn Sie aus heutiger Sicht die
Arbeit des späteren Konsistorialpräsidenten Manfred Stolpe betrachten. Wie schätzen Sie seine Tätigkeit ein? Nein, ich schätze die Tätigkeit so ein, dass er immer als Mann der Kirche gehandelt hat und immer im Interesse der Kirche. Er hat manchmal auch mit dem MFS verhandelt, ich ja auch. Ja, wir haben ständig mit einem Vertreter von Mirke doch zusammensessen. Vogel, Wedel, Stange war noch der andere Anwalt der Bundes. Wir hatten ständig mit denen Kontakt. Aber er hat nie mit denen gemeinsame Sache gemacht. Er hat doch dauernd gegen die gekämpft. Alle unsere Ost-West-Aktionen, die zwischen Ost und West, die waren doch gegen die Gesetze der DDR. Die Gesetze der DDR verboten doch alles. Da gab es ein Handelsgesetz, ein Gesetz über den innerdeutschen Zahlungsverkehr, ein Zollgesetz. Dann war im Strafgesetz verboten, Informationen auszutauschen. Also Stolpe hätte wegen der Kontakte, die er mit mir und mit der anderen Kirche gehabt hat, 10 Jahre Gefängnis mindestens kriegen müssen. Der hat immer für die Kirche und gegen die DDR gearbeitet. Und wenn er mit dem MFS verhandelt hat, auch im Interesse der Sache. Der MFS war doch nach der Strafprozessordnung der DDR waren die zuständig für alle Haftfragen. Wir mussten mit dem MFS verhandeln. Und Stolpe musste auch mit denen verhandeln, wegen der Freilassung oder Amnestierung. Nicht? Da gab es ja dann auch die Kriegsdienstverweigerer. Die wurden ja auch verhaftet. Über die musste man auch verhandeln. Also Stolpe war immer ein Mann der Kirche und hat natürlich aus Sachgründen, aus auch mit den Staatsleuten verhandelt, nicht nur mit dem MFS. Er hat natürlich auch Verhandlungen geführt mit der Staatssekretariat für Kirchenfragen, nicht Herrn Seigewasser und später Herrn Gysi, mit allen Behörden, die irgendwie in Betracht kommen. Und den hat er verhandelt. Natürlich, das musste er ja tun. Und die Leute, die das heute also beanstanden und sagen, wer MIM gewinnt, die haben doch keine Ahnung. Also der Gauck zum Beispiel, der erste Behördenleiter, der saß doch in der Provinz, in Mecklenburg, und der hat sich um die Sachen überhaupt nicht gekümmert. Der hat doch erst mit der DDR angefangen, Widerstand zu leisten, als die DDR schon halb tot war. Und das, was in Berlin auf der Zentrale ging, zwischen Ost und West, davon hat er keine Ahnung gehabt. Und wenn er aus den Akten geschöpft hat, oder überhaupt diese ganze Behörden, die schöpfen doch nur aus den Akten des MFS. Und der MFS ist doch eine Lügenbehörde immer gewesen. Was die aufgeschrieben haben, war doch Schwindel, noch und noch. Das habe ich ja auch erlebt. Ich war ja Verteidiger in solchen Sachen, vielfach. Ich weiß doch, wie die Leute von dem MFS an die Kirchenleute rangetreten sind, die versucht haben, sie zu erpressen oder zu täuschen und mit ihnen irgendwas rauszuholen. Es war doch eine Lügenbehörde, und sich jetzt darauf zu stützen, ist doch Wahnsinn. Und der Gauck hat sogar noch einen General von dem MFS beauftragt, ein Gutachten über Vogel zu machen. Also skandalös, kann ich nur sagen. Es gibt hier in Brandenburg aktuell auch Diskussionen, die immer noch die gleichen Fragen aufwerfen. Ja, eben, das weiß ich ja. Aber ich habe alles darauf geantwortet. Das heißt, alles für Unsinn. Stolpe war immer allein ein Mann der Kirche, und im Interesse der Kirche hat er auch mit staatlichen Behörden und auch mit der Sicherheit Kontakt gehabt. Aber deswegen war er doch von denen kein Mitarbeiter. Das ist Unsinn. Gut, also 89 überschlugen sich die Ereignisse. Können Sie sich erinnern, ein abschließendes Gespräch zu haben mit Konsistorialen ja, also, Manfred Stolpe? Nein, in dem Sinne nicht. Zu dieser Zeit waren ja schon die Kontakte ziemlich weit offen. Ich war nicht mehr der Einzige. Im Anfang war ich der Einzige, aber dann waren ja viele Kontakte von Kirchenleuten miteinander. Also da habe ich mit Stolpe kein abschließendes Gespräch mit. Aber Stolpe suchte mich auf und sagte, da will einer das Grundstück zurückhaben, das ich mal gekauft habe. Kannst du mich da vertreten? Und da habe ich ihn vertreten. Das war unser erstes Gespräch. Und haben wir ja auch gemacht bis zum Verwaltungsgericht, und die Ansprüche der früheren Besitzer sind zurückgewiesen worden. Stolpe hat das redlich erworben, wurde in allen Einzelheiten dargetan. Er hatte die Probleme, wie viele DDR-Bürger hatten. Ja, ja, sicher. Stolpe war auch nicht mein einziger Mandant, aber immer mein wichtigster, und der muss schon sagen, er war auch mein Freund, nicht? Vielleicht bin ich deswegen subjektiv, aber ich kann ja die Sache auch beobachten. Von Anfang an bin ich doch dabei gewesen und habe es von allen Seiten beobachtet. Ich habe ja auch mit einem MFS-Mann, der mit uns verhandelt, der hieß ursprünglich er hieß letzten Endes Herr Vollbart und war
Abteilungsleiter und Beauftragter für die Gefangenenaussage. Mit dem waren wir doch dauernd zusammen. Der hat uns auch erzählt, na, den von der Kirche mögen wir nicht, aber den, der ist gut. Nicht? Ich weiß ja auch, wer wirklich IM war. Das weiß ich, aber ich stolper jedenfalls nicht. Herr von Wedel, ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Gut, gerne. Es war mir ein Vergnügen, wenn ich das...